Schuhe sogar das bekommen. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Lindford. Heute sind wir bei uns in die Produktion gefahren. Ist zwar nur 2 Straßen weiter, aber manchmal dauert, bis wir hier hinkommen. So, heute zum Thema BMW X5 Widebody. Ja, wir haben schon ein paar Sachen gefräst und zwar, komm her, wir sichern das Auto so ein bisschen ab mit Klebeband, dass da nichts passiert. Und dann kleben wir das mit Heißklebepistole, ja, so fest. Und dann gucken wir, ob alles ins Gesamt passt. Ja, also auch hier, hier, hier. Da muss man so ein bisschen sehr viel beachten bei sowas. Ne? Bei dem Auto war es nicht extrem breit gemacht. Die neuen Autos, die haben bestimmte Spielräume. Ja? Die alten auch, aber die hatten ein bisschen mehr Spielraum als die neuen auf der Achse. Früher hatte man Felgen ET15, ET10, ET20. Ja? Heute hat man Felgen ET70, ET60, das ist der Unterschied. Ja. Zum Beispiel, wir haben bei den Dacia das da Festigkeitsgutachten gemacht und es war teuer. Es war fünfstellig. Ja. Nur um das normale Gutachten zu bekommen, müssen wir ein Achsgutachten haben. Das ist das Problem. Hier muss man es nicht mehr tun, deswegen ist das ein bisschen etwas günstiger. Ja. Vielleicht auf ein Projekt können wir kurz auf dem Bildschirm schwenken. Dann zeigen wir nochmal die Sachen, die wir als Projekt hatten. Auf dem Bild könnt ihr sehen den ganzen Umbau. Also alles, was wir hier am Auto verändert haben, wie der Frontspoiler. Dann haben wir die schönen Lufterlassrahmen. Ja, Verbreiterungsset, also vorne und hinten. Den Motorhaubenaufsatz, dann schönen großen Diffusor. Hecklampenspoiler und Dachspoiler. Das war's. Also so viele Teile, jetzt kommt, so viele Teile sind das nicht. Aber wir zählen die. Das sind 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20 Teile. Also bei so einem Umbau sind 20 Teile, die man produzieren muss. Also es gibt Hersteller, die machen einfach nur eine Verbreiterung, schrauben oder kleben. Problem ist aber, hat man Schaden an der Stoßstange, musst du wieder halbe Autos auseinanderbauen. Das machen wir nicht. Und hier haben wir schon zum Beispiel die Frontspoilerlippe gefräst. Machen wir im Prinzip von vorne nach hinten durch, ja? Okay? Ja. So, wir haben die zweiteilig gemacht. Zum Beispiel, das kann ich alleine natürlich ein bisschen unpraktisch, aber so ungefähr sieht das aus. Ja. Ist ziemlich gut gelungen. Zusätzlich können wir, oder haben wir, so ein Teil produziert, eine Zusatzlippe. Das kann man hier natürlich mit dieser Lippe hier verschrauben. Ne? Guck mal, wenn wir so machen. Du kannst ein Stückchen nach vorne haben. So. Warte. So. So, ne? Oder schiebst du ganz rein. Oder jetzt nicht ganz, aber so bündig hast du so. Auch in der Produktion, das ist jetzt nicht einfach, weil guck mal hier. Man muss immer denken, das ist positiv. Ja, wir machen jetzt noch eine Negativform. Und hier muss man überall reinkommen mit dem kleinen, mit der kleinen Rolle. Ja, das ist nicht so ganz mal eben. Wollte ich schon mal gesagt haben. So, dann kommen die Verbreiterungen, ja, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die gehen hier hin, die Schweller. Da kommen so schöne Schweller hier rein. Ne? Was ich überlege gerade, ob man eine ganze Schweller überhaupt machen soll. Weil hier ist ja schmal, hier wird es breiter. Ne? Auch optisch von der Seite wird es sich cool aussehen. Ja. Hier würde ich von hinten vielleicht so einen Luftanlass machen. Mhm. Auf dem Seitenschweller. Stimmt. Oder? Sollen wir was zeichnen? Vielleicht können wir was zeichnen. Siehst du, so Ideen entstehen, wenn man das Auto anfängt zu bauen. Ja, oder das Bodykit. Vielleicht mit Gitter oder ohne Gitter. Das ist wurscht. Ne? Da braucht man nicht die ganzen Seitenschweller zu machen. Ist natürlich auch in der Produktion etwas günstiger und. Also macht auch natürlich alles den Preis aus, was das Kit nachher kostet. Ja, muss ich mal sagen, waren wir so ein bisschen zu voreilig und haben gedacht, okay, wir machen in unserem kleinen 3D-Drucker so kleine Teile, geht sehr schnell. Ja, aber wenn man die jetzt zum Beispiel anlegt, passen die nicht so hundertprozentig, wie man das haben möchte. Ja. Weil, wenn hier wirklich 0,2 mm
Ja, Millimeter. Hier, hier, und dann ist am Ende, ist übertrieben. Komm her. Ich übertreibe jetzt, aber am Ende ist es so. Das sind zwar vielleicht nur 0,1, 0,2 mm, aber das ist nicht schön bündig. Ja, jetzt müssen wir das nochmal alles überarbeiten. Ja. So, sieht's aus. Wir dachten, wir werden ein bisschen schneller mit 3D-Druck und der Fräsmaschine, aber... Jetzt dauert es noch länger. Jetzt dauert es noch länger. Wir haben Scheiße gebaut. Ne, auch hier, man muss immer denken, überdenken hier. Hier sieht man, wir haben die Teile angeschliffen. Warum? Ich habe das Auto gescannt, das ist ein weißen und jetzt haben wir einen schwarzen. Beispiel. Also ein anderes Auto, aber gleiches Modell. Ja? Und eins muss man sagen, wenn die Stoßstangen zum Beispiel, die haben so Clipser hier. Ja? Hier, mhm. Die werden so mit Clipser befestigt. Wenn die Stückchen nach außen, das sind nur wirklich 0,2 mm, ist hier eine Kante, jetzt kann ich drüber gehen, ja? Ist bündig. Aber dann entsteht eine Kante von 2 mm. Ja, das hatten wir auch vorne, ist das Gleiche passiert. Deswegen mussten wir manchmal hier so angleichen. Ja, das ist auch super wichtig zu sagen, zum Beispiel diese Plastikverbreiterung, guck mal, die kannst du auch bewegen. Ja? Die ist auch nur mit so Clipsen fest. Wenn die Clipse, die haben auch Spielraum, die Clipse, ja. Wenn die Clipse zu weit nach vorne sind, zu weit nach hinten, dann auch hier entstehen andere Spaltmasse. Mhm. Und natürlich unsere Teile passen nicht oder müssen angepasst werden. Also wirklich, also Zubehör ist immer etwas mit Anpassung verbunden. Toll. Verbunden, aber jetzt nicht natürlich neu spachteln und neu modellieren, sondern mit kleinen Anpassungsarbeiten muss man rechnen. Ja? So, ich will euch den Spoiler jetzt zeigen oben, aber dann muss ich die Bühne runterfahren. Mhm. Warte, ich komme. Was sind die denn eigentlich? Was sind die denn? Ja, warte, warte. Soll man die... nimmst du das auf jetzt? Ja, ne? Okay, ja, komm, wir nehmen alles scharf. Was? Ja, ja, ja. Ich nehme Currywurst normale, also hier mit Fleisch. Ja. Zweimal dieses Spezial und einmal hier so ein Öko-Essen. Also Tapeten. Ja. Leute, wir sind hier bei Real in Kamp-Lintfort. Und hier neben dem Eingang steht so eine geile Bude. Und hier pfeifen wir uns richtig in der Wurst rein. Ja? Ohne Fleisch. Nee, also nur mit Ketchup. Ja, der Tom ist nämlich im Januar, den ganzen Januar hat sich vorgenommen, ist Veganer. Einen Monat lang Mobbing. Das ist eine super Erfahrung. Falls ihr irgendeiner einen Job sucht, da ist ja jemand direkt an der Wurst. Also für mich, ich nehme die 4. Wir nehmen alle 4. Ja, 4 sind Männer. Nein. Nein, der Kollege muss die 5. Aber die Lindforter lassen die richtig dringend liegen. Also nicht nur die haben gute Laune. Nicht nur wir sind 5. Das ist die 4, ja? Sehr gut. Dann, ja, dann komm, 6. Ja, komm, dann 6. Ja, wenn er, drei Pommes. Er nimmt schon 5. 450.000 Hoshis. Denn das Blöde, du musst erstmal das Schafe nehmen, damit du nachher, dass es da Kindern gab. Was ist das jetzt? 6. Das weiß ich nicht. Nix. Scharf? Findest du es scharf? Normal? Wann denn? Habt ihr so Curry-Ketchup? Übel. So. Also essbar. Ich mach Ketchup mal. Junge, meine Zunge fällt mir gleich ab. Boah. Ist okay, Tommy. Danke. Wir haben schon probiert. Schwer. Mmh. Ganz genau. Nix. Ich esse nur eine. Lass schon, nimm so eine. Das Gute ist ja auch, wir haben uns nichts zu trinken dazu bestellt. Aber das bringen wir nicht. Nee, das ist noch schlimmer. Du musst ja, glaube ich, Milch reinpfeifen. Und? Alter, meine Zunge brennt jetzt, ne? Nee, geht voll. Warte, wir essen noch ein bisschen und dann melden wir uns, ja. Melden wir uns gleich. Herzlich willkommen! So, schau mal. Wie passt man solche Teile an, dass die wirklich perfekt an die Karosserie anliegen? Ja? Genau so. Erstmal sichern wir das Auto ab. Dann machen wir einen Spachtel auf das Auto, kleben wir den Spoiler aufs Auto. Wenn man zum Beispiel 3D-Druck ist nicht immer so, wenn man das verbindet, ja, in so kleinen Teilen, ist das nicht immer so perfekt, wie man das so gerne hätte. Ja? Das Teil passt perfekt, aber wenn man das verklebt und so weiter, können schon Differenzen entstehen.
Deswegen machen wir es so. Jeder macht es anders, wir machen so. Ja? Und dann wird das jetzt, wenn das trocken ist, ist trocken in dem Fall, wird das jetzt nochmal geschliffen, nochmal gespachtelt und daraus ziehen wir eine neue Form. Wir wollen natürlich, dass das wirklich 100%ig passt, dass bei dem Kunden, falls doch hier irgendwelche Differenzen entstehen, bei 99,9% bleibt. Ja? Und das ist schon mal sehr gut. Ja? So schaut es aus. Motorhaube haben wir auch. Beziehungsweise nicht die ganze Motorhaube, sondern wir bauen bei den neuen Autos nur Haubenaufsätze. Auch hier die gleiche Geschichte. Das passt alles sehr gut überall. Also hier die Scandaten und die Fräsdaten passen alles gut. Ja? Nur hier wieder muss angepasst werden, dass das alles eine richtig perfekte, schöne Linie hat. Hier auch. Ne? So, warte, ich habe den Haubenaufsatz hier. Ja. Und im Prinzip sieht das aus wie auf dem Projekt. Manchmal arbeitet das Material und entsteht vielleicht 2 mm und hier Luft. Das müssen wir alles natürlich, bevor wir Formen bauen, alles korrigieren. Vielleicht können wir hier bei dem Auto Formbau zeigen. Wie wir die Werkzeuge bauen für Kleinserien. Das wird eine Kleinserie sein. Ich glaube, das wollt ihr auch sehen. Also, wie man sieht, so kann ich hier nicht arbeiten. Aber wenn ich mich umgezogen habe, kann ich demnächst zum Thema BMW X5 euch die Werkzeugbaugeschichte zeigen. Da könnt ihr vielleicht auch coole Bodykits nachbauen. Jetzt nicht nachbauen, sondern eigene bauen. Aber dann wisst ihr auch, wie das funktioniert. Ne? So sieht's aus. Danke fürs Zuschauen. Vergesst uns nicht zu abonnieren, liken, kommentieren oder was auch immer. Tschüss.